Nee, jetzt habe ich auf Fußball geachtet. Hier. Hast du es gesehen? Hallo, willkommen im ganz normalen Alltagswahnsinn. Hört man mich überhaupt? Ich glaube, es ist zu laut. Moment, mal kurz ausmachen. Also ich bin jetzt gerade mitten im Haushalt machen. Wir sind ja jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen und es gibt mega viel zu tun. Also die Wäsche stapelt sich bis über mich drüber. Ich habe schon gefühlt 1000 Wäscheladungen jetzt hinter mir. Also eine steht für heute noch an, aber ansonsten bin ich damit auch bald endlich durch. Ich bin hier am komplett aufräumen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, nach diesem Ganzen brauche ich schon wieder einen neuen Urlaub. Worauf ich sehr, sehr stolz bin, ist diese Ecke hier. Fällt dir etwas auf? Fällt dir was auf? Springt es dir ins Auge? Es sind keine Schuhe mehr da. Ich habe mich jetzt endlich dazu durchgerungen, hier einmal alles aufzuräumen. Die ganzen Schuhe sind jetzt, also die wir immer brauchen, sind jetzt hier in dem Schrank drin. Den Rest habe ich jetzt in den Waschraum geräumt. Das fand ich total spannend. Das war nämlich ein Tipp von einer Zuschauerin. Ich habe ja ständig gemeckert, dass hier die Schuhe rumliegen. Und dann meinte sie, bei ihr zu Hause, da macht sie das wirklich so, dass sie das alles in ihren Wäscheraum macht. Und dann sieht das keiner. Eigentlich kann ich dir das hier gar nicht zeigen. Wie gesagt, es ist totales Chaos nach dem Urlaub. Aber ich habe hier so einen Schrank. Hier, da habe ich jetzt alles eingeräumt. Sieht jetzt auch nicht super ordentlich aus, sondern das da oben sind alles meine Schuhe und gemischt, also was nicht so oft angezogen wird. Aber zum Beispiel, das sind jetzt meine, das sind Justus, da vom Großen und von der großen Prinzessin. Das ist eigentlich ganz gut aufgeteilt und das funktioniert echt gut, dass jetzt immer die Schuhe hier sind. Aber trotzdem wollte ich das hier im Eingangsbereich noch ändern. Wir haben jetzt überlegt, so einen Pax-Schrank zu nehmen von Ikea, den selber zusammenzustellen und den dann hier hinzumachen. Ich weiß auch nicht, ob er offen ist oder ob wir den überhaupt nehmen, aber das ist so die nächste Überlegung, die wir haben, wo ich sagen muss, also im Moment, das hier gefällt mir echt schon sehr, sehr gut. Jetzt muss ich eigentlich hier nur noch einmal durchsaugen und dann sieht das hier auch wieder picobello aus. Die Großen sind übrigens oben, beziehungsweise alle sind gerade oben. Also Justus kümmert sich gerade wieder um die Rasselbande. Die haben eben hier schon das Wohnzimmer aufgeräumt. Ich muss nur noch hier den Boden einmal wischen, das ist besser, wenn die dann oben sind. Dann geht das ein bisschen schneller, bin ich hier schneller durch. Fertig. Ich liebe ja das Geräusch vom Staubsauger. Kennst du das, wenn man was aufsaugt und das dann so krisselt, weil man was aufgesaugt hat? Ich liebe das. Das bedeutet ja, dann hat man was erwischt. Ich mag das total gerne vom Geräusch her. Im Topf ist übrigens Mais drin, weil wir nämlich heute grillen wollen. Ich sollte das, glaube ich, doch mal anmachen, aber es ist dann so laut. Ich weiß nicht, ob man mich dann hört. Auf kleine Stufe zumindest. Jetzt habe ich hier gleich alles voller Dampf zu Hause. Dann haben wir hier wieder ganz viele Grillsachen gekauft. Richtig lecker. Hier eine Aubergine, dann Tomaten, obwohl wir da hier extra diese Grilltomaten gekauft haben. Diese ganz großen, fleischigen. Dann natürlich auch diese Grill-Champignons, die extra riesig sind. Dann noch Paprika. Dann natürlich auch noch Fleisch, also Würstchen. Hier verschiedene so kleine Dicke. Dann haben wir so kleine Dünne und dann noch so andere kleine Dünne. Also ich weiß gar nicht, ich kenne mich mit diesen Namen alle nicht aus, aber es gibt ja Grillwurst, Schinkenwurst, Rotbratwurst, ich weiß es nicht. Alles Mögliche. Lamm für mich und Justus, also als Steak, weil wir das sehr gerne mögen. Oh, ich sehe gerade, Justus hat Spare Ribs gekauft. Das ist jetzt kein Grillvideo für Vegetarier, Veganer, aber wir essen das nun mal. Also ja, es ist bei uns ganz normal, dass wir eben auch Fleisch essen. Mal kurz gucken. Genau. Und den Mais natürlich noch. Der wird erstmal hier vorgekocht. Und dann kommt er danach nochmal auf den Grill. Ich bereite jetzt schon mal das ganze Gemüse vor. Das muss ja dann noch in der Soße ein bisschen einwirken, damit es auch lecker schmeckt. Oh nein! Verschimmelt! Das ist, wenn Justus das Gemüse aussucht, dann passt er da immer nicht so richtig drauf auf. Er guckt immer nicht so, er nimmt dann einfach. Ah, ist das ärgerlich. Sag mal, das hübsche Mädchen. Warte mal, das müssen wir ja noch zeigen, wie sie jetzt so toll an einer Hand geht. Ja, ja super.
Sie weiß ganz genau, wo sie hin will. Genau. Bis gleich. So süß, dass sie jetzt immer schon nur noch an einer Hand geht. Ganz alleine macht sie aber noch nicht. Das möchte sie noch nicht. Und das muss sie auch nicht, wenn sie noch nicht bereit dafür ist. Sie gehört jetzt nicht zu den Schnellsten, aber ich finde das nicht schlimm. Beim dritten Kind weiß man einfach, dass es nichts Schlimmes ist, wenn sie etwas länger brauchen zum Krabbeln, zum Stehen, zum Laufen. Aber irgendwann können sie es eh alle. Also von daher braucht man sich da überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Du kannst mir einmal schreiben, was für dich beim Grillen dazu gehört an Gemüse. Also wir haben eigentlich immer dieses Gemüse, das ist so Standard. Also Paprika, Champignon, Aubergine, Zucchini haben wir eigentlich auch ab und zu mal. Ich wollte ja heute Brokkoli. Also falls du dich fragst, was soll, was? Ich wollte den mal grillen. Brokkoli grillen? Ja. Aber den wollte ich immer vorkochen. Zumindest blanchieren. Du willst Brokkoli grillen? Ja. Hast du das schmeckt? Ja. Oh, komm mal probieren. Sieht so aus. Dann mache ich nur eine Paprika, ne? Daumen runter? Was war das denn? Mein lieber Steak? Nee, sie macht da. Sie okay. Zeigt wieder da. Ich helfe dir, oder willst du das machen? Du willst mir helfen, Justus. Ausnahmsweise. Ja gut, dann beschwere ich mich nicht. Kann ich genau hier sehen, wa? Hier? So, ne? Ich stehe mal keiner. Das ist übrigens ein Tipp, den ich mal bekommen habe. Also wahrscheinlich schmeißen alle den Stiel weg vom Brokkoli, aber daraus kann man richtig leckeren Rohkostsalat machen. Rohkostsalat. Ach, den wir sonst immer essen, dann können wir den immer dazu tun, ja? Nein, das schmeckt richtig cool. Also nichts, keine Zutaten, nur den fein geraspelt und dann gewürzt. Ja, aber muss man natürlich vertragen, ne? Also Brokkoli roh. Ach so, sogar ist noch nicht mal ein bisschen vorgekocht. Nee, gar nicht. Sondern einfach so den Stiel roh. Ja. Passt du auf mein Baby auf? Ja, ich weiß nicht, ob das Zeit. Den Sicherheitsbestimmungen hier gerecht wird. Na, ich habe hier mein Ellenbogen und guck das, dass sie da nicht runterfällt. Der Mais ist fertig? Ja, aber er hat noch anderthalb Stunden dann gekocht. Ne? Oh, lecker, der riecht schon so gut. Lecker. Oh, der duftet gut. So sieht der Riesenbottich an Gemüse aus. Also wir essen auf jeden Fall auch mehr Gemüse als Fleisch. Und jetzt kommt noch Justus Spezialsoße Panade. Sauce de Spezial, genau. Und gleich tun wir das auch noch über den... Stimmt, Brokkoli habe ich schon ganz vergessen. Der kommt ja auch noch heute dazu. Willst du deine Geheimzutat der Geheimzutat preisgeben? Die Geheimzutat der Geheimzutatensuppe ist Liebe. Das habe ich schon mal gesagt. Ne? Ach, deswegen schmeckt das immer so lecker. Und es ist kein Zitat aus Kung Fu Panda, falls sich jemand fragt, woher das kommt. Das macht das so richtig mit Liebe drauf. Mit Liebe. Oh. Baby? Was ist los mit Baby? Hast du was nicht abbekommen? Von der Wassermelone? Wir haben hier so einen riesen Pott Wassermelone gemacht für die Kinder. Schon gut geleert. Mami hat noch nicht mal ein Stück abbekommen. Man probiert auch mal, die sind richtig lecker, dieses Mal saftig. Mmh, richtig süß. Und Lilly guckt, gibt's denn noch ein Stück? Gibt's denn noch ein Stück für das Baby? Mmh. Danke, Papi. Bitte schön, Mami. Papi macht jetzt den Grill an. Und sie kaut gerade an der Kante. Einmal andersrum, meine Süße. Das Rote schmeckt viel besser. Oh, Mamis Rücken. Ja, ganz schön anstrengend. Oh, du hast hier noch ein bisschen Melone. Oh, High Speed! Oh. So, jetzt kannst du wieder fahren. Ganz alleine. Ja! Super! Heavy Metal Justus! Schon fertig. Auf meine Polster schmieren. Warum tust du das, Baby? Hilfe, wie sieht das hier aus? Was ist denn das? Meine Polster sind auch voll geschmiert.
Ich bringe schnell einmal den Tisch wieder auf Vordermann. Sandy? Ja? Komm mal draußen, er ist wieder drin. Ich weiß nicht, ob es gleich wieder zuzieht. Nicht, das ist kein Müll, Justus. Das ist mein Resteessen. Das sind noch zwei Stück über, die die Kinder übrig gelassen haben. Das ist voll lecker. Willst du auch mal probieren? Mmh. Warme Melone. Hier kommt das Baby. Hallo, meine süße Maus. Kommst du auch mal vorbei? Mami wollte den Tisch decken. Mami wollte jetzt eigentlich den Tisch decken. Ja, super. Ja, super gemacht. Wo sind denn die großen Geschwister? Magst du einmal dich kümmern? Mami möchte einmal den Tisch decken. Willst du einmal mit ihr laufen? Ich glaube, sie mag jetzt gerade gerne laufen. Das sieht so süß aus. Rantasten, ja. Justus fängt jetzt an zu grillen. Oh, gleich fast alles draufgehauen. Nicht alles. Von allem etwas. Brauchst du einen Teller, Justus? Nee, hast du da, oder? Nee, ich hab nicht. Soll ich dir holen? Ja. Ja, bitteschön. Wo soll ich den hin tun? Over there. Zeig mir die Rolli. Großer Rolli-Fan. Falls du nicht weißt, was Rollis sind. Tada! Was ist das? Eine Rolli. Eine Rolli. Eine Kellerasse. Die große Prinzessin ist ein großer Fan von Rollis. Warum, Justus? Warum? Andere kleine Mädchen mögen Blumen, Schmetterlinge. Hey, wir haben ihr die Angst davor genommen. Ne? Wir haben ihr gesagt, wie interessant das ist. Dafür hat sie keine Angst vor Spinnen oder so. Ja, sie hat gar keine Angst vor Insekten oder so. Möchte alles noch? Papi auf jeden Fall. Ich, ja genau. Mit Ketchup, ja. Bitte. Das sieht auch schon richtig lecker aus. Und ist erst gerade mal die erste Fuge. Hier sind nämlich richtig gute Esser am Tisch. Mhm. Und Mami auch, ne? Mami ist auch ein richtig guter Esser. Wir haben gerade zu Ende gegessen und jetzt noch ein bisschen Sport, um das wieder abzutrainieren. Das war nämlich sehr lecker, aber es war auch echt viel. Wir sind alle ganz schön voll gefuttert. Und Justus räumt so lange alles auf. Die Küche einmal, finde ich sehr lieb. Ah. Aua. Aua! Immer einen festen Tritt. Achtung! Wuhu. Tor! Tor! Falsche Richtung! Ist das? War nicht im Tor. Wir wollen ein Tor sehen! Oh nein! Schuh verloren! Schuh verloren! Achtung, Achtung! Wer will jetzt ins Gewinnerteam, also mein Team? Ach, Papi. Alle können, Nein! Gerade in der Oberzahl? Nein! Du Oberzahl. Kommst in diese. In der Überzahl? Aber jetzt sage ich euch das. Jungs-Team, Mädchen-Team. Sehr gut. Und das kleine Mädchen bleibt immer auf dem Arm von der Mami. Dann ist es fair. Ja. Jetzt. Warte mal, du bist ja Mann. Das ist ja dein Tor, Justus. Das ist doch ein Eigentor jetzt. Wir haben ja nur ein Tor. Nein! Das ist. Das? Oh, guck mal! Das ist das Mädchen von mir! Danke für das Tor! Das zählt ja aber noch nicht. Ich wusste ja gar nicht, wie das Spiel geht. Ja, und jetzt welches Tor? Da! Sag doch! Das, so sehen Sieger aus. Schalalalala. Das ist jetzt aber deinen kleinen Kindern gezeigt. Das habe ich. Du bist ein Superhero. Genau. Du seid alles Loser.
Oh, yes. Zu Mami passen. Ja, ja, oh, guck mal. Ja. Oh, guck mal. Oh, sie macht das ja richtig. Jo. Ja, super. Oh. Ding, 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 ding. Ja, super. Super Attacke. Super Attacke. Beim nächsten Mal. Gott, ist das süß. Da ist er hin. Jawohl, der Ball. Das ist unsere Chance. Babyangriff. Los. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist echt anstrengend zum Babyangriff. Oh. Mami kann nicht mehr. Mami kann mir gar nicht mehr. Komm mal her. Komm her zu Mami. Komm her. Ja, Justus, hast du das gesehen? Nee, jetzt habe ich auf Fußball geachtet. Komm her. Oh, ja, sehr gut. 1, 2, 3 war das, ne? 3 Schritte. Oh nein, wie süß. Alleine. Noch mal. Okay. Sehr gut. Komm zu Mami. Komm zu Mami. Ja, komm zu Mami. Ja! Das waren ihre ersten Schritte. Cool. Live auf Video. Aufgefangen. Es ist jetzt schon abends und wir beginnen jetzt unser Abendprogramm. Was ist da? Was steht da, Mama? So, was steht denn da? Jetzt? Zurück. Ich habe keine Brille auf. Papi muss helfen. Jetzt live ansehen, wir wollen nicht live ansehen. Unser Abendprogramm besteht ja immer aus einmal Serie gucken oder Film. Ne? Heute haben wir uns für einen Film entschieden. Und zwar, was gucken wir? Eigentlich Boss Baby, aber wo war das? Boss Baby, das hatte ich gesehen. Es soll ganz lustig sein. Es ist aber auch für Kinder geeignet, ne Justus? Nicht, dass das ist gar nichts für kleine Kinder. Lilly habe ich jetzt gerade noch mal gestillt. Sie wird ja noch morgens und abends gestillt. Also solange sie das noch braucht oder noch möchte, genieße ich das auch sehr. Und meine Kette ist jetzt auch deswegen einmal nach hinten, damit das sie nicht stört. Das könnte ja auch immer jederzeit vorbei sein. Deshalb genießen wir das. Jetzt noch zusammen. Wer weiß, wie lange das noch ist, ne, süße Maus? Aber das ist jetzt ja im Moment noch ihre Milchmahlzeit. Unsere Kuschel- und Liebe-Mahlzeit. Das ist schon eine sehr intensive Kuschelzeit, finde ich. Hat man so sonst eigentlich gar nicht mehr so. Ne? Süße Maus? Mäh. Da. Zeig mal, da. Ja, da. Typische Filmeinleitungsmusik. Wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.